Jahre verbringen sie in solchen Sälen. Doch wenn sie Arbeiten schreiben, wenden sie sich an Geister, an sogenannte Ghostwriter. Nichts einfacher als das. Das Wort in eine Suchmaschine eingeben und schon erscheinen Dutzende von Anbietern. Einer dieser Ghostwriter ist Peter Döberl, sein schulischer Leistungsausweis, eine Matur. Er tritt dann in Aktion, wenn Sie anstehen. Er vertieft sich wochenlang in eine Materie, während Sie das Leben genießen. Er bleibt unerkannt, während Sie draußen Karriere machen. Und so funktioniert die Zusammenarbeit. Man trifft sich meistens irgendwo. Ich bevorzuge das Bahnhofsrestaurant in Olten. Das ist mit dem Zug gut zu erreichen. Und die meisten kommen aus dem Raum Zürich, aus St. Gallen auch zum Teil, aus dem Bündnerland. Aus Bern habe ich eher wenige. Dann bespricht man das. Und dann sehe ich auch, welche Unterlagen sie haben. Und dann bespricht man das und dann sehe ich auch gerade, was die für Unterlagen haben. Eine konkrete Anfrage. Für eine Arbeit für die Universität sollte ich ein Buch von 120 Seiten zusammenfassen auf etwa 5 bis 10 Seiten, und zwar in Französisch. Wie hoch sind die Kosten? Für eine rasche Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Freundliche Grüße. Der ehemalige Journalist schreibt ganze Diplomarbeiten über die unterschiedlichsten Themen in unterschiedlichsten Fächern, ohne je eine Universität besucht zu haben. Was für Noten haben die Arbeiten bekommen? Ich weiß nicht mehr, was sie für Noten bekommen haben. Ich glaube, eine 2 minus. Und sonst, in welchen Grenzen bewegen sich sonst die Noten? Zwischen 2 minus und einer guten 2. Höher kam ich noch nicht. Es gab aber auch schon solche, die mit einem befriedigend so ganz knapp durchkamen. Befriedigend einfach so knapp durch sind. Die hellen Köpfe. Sie überlassen das Schreiben erstaunlich häufig Ghostwritern. Die Branche boomt. Eine heiß gehandelte Adresse ist die deutsche Firma Accardwrite von Thomas Nemeth mit einem Ableger in der Schweiz. Wir betreuen im Jahr je nach Wirtschaftslage zwischen 1.000 bis 1.500 Mandanten. Schätzungsweise kommen davon 15% aus der Schweiz. Das heißt 150 bis 200 Arbeiten für die Schweiz? Könnte man so sagen, ja. 10% dieser Arbeiten sind Dissertationen, 30% Semesterarbeiten und 60% Diplomarbeiten. Wobei ich sagen muss, dass wir keine Diplomarbeiten schreiben, sondern unsere Kunden darauf hinweisen, dass wir nur wissenschaftliche Werke erstellen, ihnen die Nutzungsrechte entsprechend übertragen und sie aber nicht Urheber der Werke sind. Konkret, der Ghostwriter ist rechtlich fein raus. Den Schritt in die Illegalität machen die Studierenden. Wer schreibt für Sie all diese Arbeiten? Es sind pensionierte Hochschullehrer oder Dozenten, die für uns arbeiten, werdende Mütter, die kurzzeitig aus dem Hochschulleben ausgestiegen sind, etc. Und die Kunden? Sind das nur Studenten mit gut betuchten Eltern? Was kostet eine Diplomarbeit? Zwischen 8.000 und 25.000 Schweizer Franken. Manchmal auch mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt und mir schon. Wenn einer kommt und einen Stapel Vorarbeiten hat, dann sehe ich, dass der etwas gemacht hat. Und kann daraus auch etwas nehmen. Wenn er aber nur kommt mit einem Blatt und sagt, das ist meine Fragestellung. Wenn er aber nur mit einem Blatt kommt und sagt, das ist meine Fragestellung, und sagt, machen Sie mal, dann wird es einfach deutlich teurer. Deutlich teurer. Ghostwriter Döberl erinnert sich an eine ganz spezielle Studentin. Sie war von allen guten Geistern verlassen. Es ging tatsächlich darum, worüber wir jetzt sprechen, also ums Ghostwriting. Und da war eine Frau, die musste eine Arbeit über Ghostwriting schreiben. Und das kann natürlich keiner besser als der Ghostwriter selber. Ziemlich dreist, aber äußerst rationell. So lieferte Döberl ein 120 Seiten starkes Werk ab. Immerhin, das war von einem Fachmann geschrieben.